Schauen wir mal. Da bin ich vorhin runtergefallen. Hier bin ich reingelaufen und vorhin gestorben. So, hier war jetzt noch ein Weg hoch. Und ein Weg runter. Ich warte nur auf die nächste Falle. Aber mehr Quecksilberkugeln. So, und hier wohnt jemand. Oh Himmel, wird jedes Geräusch da. Ich habe schon genug davon gehabt. Oh, Dogos. Na, will irgendjemand raus? Nee, Dogos allein gesperrt. Ich lass die auch besser tot da drin, bevor die gleich irgendeiner rausspringt und mich anspringt. Oh. Ist das gut? Ist das schlecht? Das war jetzt nicht so nett, mir die Tür einfach zuzumachen. Falle? Ich bin gerade voll paranoid geworden. Ne? Dadurch, dass hier und da jetzt ein paar Fallen waren, erwarte ich jetzt gefühlt an jeder Ecke eine neue Falle. Oh, hi. So? Ja, nein, egal. Das Spiel hat mich echt paranoid gemacht. Da ist ein Dogo. Wow! Der kam schön um die Kurve herum. Hallo? Wollen Sie die Tür bitte wieder aufmachen? Also mit Fallen kenne ich mich aus. Ich bin heute ein paar Mal gefallen. I can do this. Ich bin professioneller Faller. Noch Schönes. Mehr Kirchengewänder. So. Könnte ich da rechts, glaube ich, noch irgendwo lang und ich gucke jetzt hier erstmal. No! Warum? So, wir verwandeln zu dich eh erstmal. Bis dann kann ich dich töten. Ha, ich habe die perfekte Taktik einfach für die mittlerweile. Vielleicht erst heilen sollen. Hallo? Was? Du musst kaputt gemacht. Kann ich da rein? Ah, nice. Bestiengebrüll. Okay. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier an meinem Kreis gelaufen. Ah, und jetzt ist hier das, wo die von oben den Stuff runtergeschmissen haben. Wo ich nicht durch den Sumpf latschen wollte. Oh, hi. Dich habe ich nicht gesehen. Du hast dich gut in der Ecke versteckt, mein Lieber. So. Und das ohne Anvisierung. So. So, war jetzt der Typ mit seinen... Ach, da. Da ist Molotov-Guy. Aua. Was ist das mal? Das ist nicht so nett. Okay. Was ist das?
Stimmt. Wenn Öl sich so ein bisschen im Licht reflektiert, dann sieht das auch so komisch regenbogenfarben aus. Ist das der Effekt, den man da unten jetzt sieht? Wenn ja. Okay. Wenn ja, dann ist das schon ein richtig geiler Effekt. Und wenn das einfach nur ein Glitch ist, dann auch alles gut. So, da war ich schon drin. Dann ist es, glaube ich, jetzt nur noch der Weg da unten durchs Öl. Dann verstehe ich auch, warum die da Molotow-Cocktails runterwerfen, wenn da ein ganzer Weg mit Öl ist. Das ist schon nicht dumm von denen. Oh, nice. Noch was. So. Da habe ich auch schon kaputt gehauen. Und hier ist wieder das Loch. Dann können wir jetzt auch hier durchlatschen. Jetzt schmeißt ja wenigstens keiner mehr mit Molotows hier runter. Jetzt habe ich nur die komischen Viecher da im Sumpf. Hallo? Also, der Effekt sieht ja richtig cool aus im Licht mit dem Öl. So einfach rein optisch. Es sieht schon nice aus, wenn man da durchläuft. Muss man schon ehrlich sagen. Na, so ein Hackepeter wieder. Wobei eigentlich ist es kein Hackepeter, sondern nur ein, keine Ahnung, Bernsteinpeter, aber. Was? Hä? 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 Warum habe ich mich gerade hingesetzt? Hä? Ein Emote war das? Wie habe ich das gemacht? Hä? Ich habe den... Ich bin verwirrt. Ich habe das per Schütteln aktiviert? Als ob. Ich habe nichts gedrückt. Oder, naja, nicht geschüttelt, aber... Okay. Kann ich das hier aufmachen? Ja. Ist hier irgendwas drin? Nein. Oh, Moment. Ist das ein Shortcut? Jaha. Das ist nämlich, wenn ich hier runterfalle, direkt links um die Ecke. Damit umgehe ich den quasi den Ölsumpf. Das ist praktisch. Ach so. X halten und eine Bewegung ist eine Geste. Ah. Das heißt, wenn ich so mache, oh, haue ich meinen Controller gegen den Tisch. I see. Das ist witzig. Das wusste ich gar nicht. Muss ich aufpassen, dass ich das nicht außer sie nochmal mache. Au. So. Da oben hast du auf mich geschossen, du Penner. Einen Moment. Das haben wir gleich. Ich wusste auch nicht, also ich habe auch gesehen, dass da irgendwelche Posen sind, wie man die machen soll. Aber ich habe halt nie gesehen, dass da irgendwo dran stand, dass man da X-Gefühl gedrückt halten soll. Und dementsprechend habe ich auch nie es geschafft, die mal aus Versehen zu machen. Da war ich eben. Ist okay. Übertreib mal nicht. Ich habe das Gefühl, ich möchte davon nicht getroffen werden. Schnell mal hier in Sicherheit laufen. Was? Wer? Wo? Du da? Das
erstmal schnell durchlaufen und den Typen mit der Kanone umhauen. Lass das. Bevor du mir noch wehtust. Das hat nicht so ganz funktioniert. Yikes! Arbeiten wir uns langsam mal wieder nach vorne. Steht doch sicher gleich auf. Natürlich. Als ob die einfach liegen bleiben. Hier liegt niemand. Außer ich habe ihn hingelegt. Ich sehe, dass da noch links einer ist. Der ist, glaube ich, gefährlich, ja, spontan. Bist du das gerade, der so geschrien hat? Meine Güte. Machen nur komische Geräusche, die Viecher hier. 46. Oh, 48.000, bitte, ja. Wenn schon, dann richtig. Aber ja, wir haben mittlerweile schon einiges gesammelt. Oh. Oh. Secret? Ja. Bin gut dran vorbeigelaufen. Oh ja. Na, wobei. Da. Ja. Hättest du so ein bisschen die Kanone umgehen können damit, aber mehr auch nicht. Na gut, dann haben wir das auch soweit. Ich glaube, so langsam hätte ich schon gern wieder so einen Punkt, um meinen Stuff abzuspeichern. Weil wir sind schon sehr weit gekommen. Für alles. Das wollte ich nicht. Für alle Fälle. Okay. Ich sehe schon, ich sollte hier auf dem Boden aufpassen. Ich hab's nicht so mit Türmen. Weil da falle ich nicht so tief. Das ist okay. Vorsichtig. Es klingt auf jeden Fall sehr windig hier. Ist auch sonst nichts weiter. Oh? Oh, da unten ist Boden. Okay, dann ist alles in Ordnung. Hoffentlich. Also entweder klingt es windig oder jemand roart hier die ganze Zeit rum. Ich hoffe auf Ersteres. Da gehe ich mal nicht lang. Ich habe jetzt keinen Bock auf Medusa. Und ich hoffe, Medusa hat auch keinen Bock. Oh, der ist stark. Ich sagte, ich habe keinen Bock auf Medusa. Yikes! Okay, vergiftet. Bei Biss. So, ein Schlag. Und dann wieder weg. So. Meine Güte. Pack deine Schlangen wieder ein, Medusa.
kann jetzt hier so langsam... Oh. Natürlich nicht. Mal so ein Speicherpunkt sein? Aber gut, ich weiß zumindest, Medusa ist machbar. Wenn ich genug Abstand habe. Oh shit! Das hat sogar geklappt. Yikes! Kurz mal in Sicherheit bringen. So. Ich gehe jetzt einfach immer weiter. Wobei, da ist ein Fahrstuhl. Schauen wir mal, wo mich der jetzt hinführt. Na gut, der Fahrstuhl ist auch hier. Warum sollte das Ding auch funktionieren? Kamera. Willst du reden? Siehst du, du siehst nett aus. Ah, ein neues Gesicht, nicht wahr? Und ein fähiger Jäger, wie es scheint. Ich bin Walter, Meister der Liga. Mitglieder der Liga reinigen die Straßen von allem Schmutz, der durch die Jagd aufgewühlt wird. Wie es jeder halbwegs anständige Jäger tun sollte, nicht wahr? Ja, klar. Haben wir nicht genug gesehen von diesen elenden Bestien, sonderbaren Schnecken und verrückten Ärzten? Verurteilt die Monster zum Tode mit der Hilfe eurer Liga-Eidgenossen. Was sagt ihr? Wollt ihr der Liga beitreten? Ja, wie es sich für einen Jäger gehört. Schließt das in euer Herz ein. Unsere eigene Carol-Rune. Symbol der Liga. Okay. Die Danke. Nächte wimmeln von entweihtem Abschaum und sind durchdrungen von ihrem fauligen Gestank. Denkt nur, jetzt seid ihr bereit, nach Herzenslust zu jagen und zu töten. Jagt gemeinsam mit euren Gefährten, euren Liga-Eidgenossen. Okay. Wir sind jetzt in der Pokémon-Liga oder so. Yo! Birdie, lass das mal. Ah! Hier sind wir jetzt. Ja, sei ruhig, Vogel. Sehr schön. Wir haben einen richtig geilen Shortcut. No, Birdie. Die können rückwärts fliegen? Lass das mal. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück. Und verplempern mal unser ganzes Blut. Oh, nice. Richtig guter Shortcut. So, dann nochmal zwei mehr auf Ausdauer. Was? Steigerungsfähiges Attribut nicht ausgewählt? Hey? Was auch immer du von mir jetzt wolltest. So, und ich habe jetzt noch das da bekommen. Okay. Kann ich eben ausrüsten. Hier noch irgendwas verstärken? Tornitrus kann ich nochmal verstärken. Nice. Dann ist Tornitrus jetzt auch ein bisschen stärker. Ich könnte auch meine Fackel noch verstärken. Einfach weil.
Da brauche ich immer noch einen Blutsteinbrocken. Wenn ich das jetzt mache... Nee, ich sehe auch gerade, es ändert sich nichts. Das heißt, es kann keine Feuerwaffe werden. Ich wollte gerade fragen, ob, wenn ich Tornitros jetzt Feuerattribut gebe, ob es dann eine Feuerblitzwaffe wird, aber nein. So. Dann. Dickes Kaltblut. Direkt mal fressen. Hab ich noch mehr davon? Nein. Verdammt, jetzt habe ich 14.000 Blut. Na gut, dann laufe ich halt mit 14.000 Blut rum. Dann auch wieder in den verbotenen Wald. Ein bisschen was können wir heute, glaube ich, noch. Gibt es echt Leute, die machen einen Fackel-Only-Run? Haben die echt so viel Spaß damit? Nach den neuen Waffen hatten wir geguckt, Kai, ja. Aber mir gefallen meine aktuellen Waffen eh so gut, deswegen brauche ich erstmal nichts Neues. So. Dann gehen wir hier wieder runter. Und gucken uns da unten noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch einen Boss oder so. So. Da oben war der Stuff. Da unten ist Snake Man. Dann ignorieren wir einfach Snake Man und gehen weiter. Oh nice, rasendes Kaltblut. Immer wenn ich das sage, klingt es für mich in meinem Kopf wie Kalbblut. Und dann stelle ich mir vor, wie mein Typ hier einfach Kalbblut frisst. Was bist du denn? Okay. Oh, Münzen. Nicht, dass ich die jetzt so zwingend bräuchte. Aber ich nehme sie. Geld ist immer schön. Einfach nichts gegeben. Ah. Auch nichts. Hier sind das so ziemlich lame Gegner einfach, die hier durchs Gras wandern. Weiter. Oh, da steht jemand. Hallo. Oh mein, das ist so ein Medusa-Guy, ne? Die Sache ist, wenn ich ihn einfach nicht dazu lasse, sich zu verwandeln, dann wird er einfach nicht zu Medusa. Haha. Einfach Snake Man outplayed. Wenn Snake Man sich nicht verwandeln kann, kann er kein Snake Man werden. Und dementsprechend ist er nur Man. Ich habe den Man outplayed. Ein bisschen Wissen. Gehen wir mal wieder runter auf den Hauptpfad. Mal ein Gebiet, was kein Stadtgebiet ist. Ich muss ehrlich sagen, mir sind die Stadtgebiete aber lieber... Weil die viel besser abgegrenzt sind und ich sehen kann, wo es jetzt lang geht und wo nicht. Weil hier kann ich potenziell durch alles durch. Mehr Verrückte. Oh, hi. Dich habe ich nicht gesehen. Ich war zu sehr von meinem Item abgelenkt. Der Greed hat mich wieder erwischt. Was? Wieso stirbst du da hinten gerade? Hä? Wieso hat die Schlange da hinten gerade Schaden genommen, so random? Hä? Das war schon ziemlich random gerade.
Ach, da ist wieder so ein Snake Man. Oh, drüber Blutedelstein. Ist die ins Feuer gekrabbelt? Gute Frage. Was töte ich da überhaupt die ganze Zeit? Ich sehe einfach nur, dass da Schlangen dran sind, aber was ist da drumrum? Ist das zufällig eine Falle da oben? So, bis hierhin, glaube ich, bin ich gerade eben gelatscht. Yo! Das ist ein größeres Schlängelchen. Ich guck mich mal hier hinten erstmal ein bisschen um. Komme ich hier rüber? Ja. Dann können wir erstmal hier nochmal mit Snake Man kämpfen. Aua. So. Oh, das sind noch zwei kleine. So, dann haben wir ja auch sonst nichts weiter. Okay. Da bleibt jetzt noch der Big Boss Snake Man da hinten. Oder? Moment. Sind das zwei von denen? Oder hat die sich einfach nur bewegt? Achso, die hat sich einfach nur bewegt. Ist da hochgegangen. Nee, Moment, hier sind mehr Snake Mans. Wo sind gerade die große von eben? Warum bist du schon. Wow! Ach, von da oben hast du gespuckt. Ist schon gut, ich töte dich ja schon. Meine Güte. Muss mich nicht gleich anspucken. Ich muss mich nur mal eben Gegengift ausrüsten. Kurz mal abwarten, bis der wieder weg ist.